Moin, mein Junge ist hier und ich habe heute mal ein FAQ-Thema im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich Frequently Asked Questions. Die Frage, wenn ich ein neues Handy haben möchte, wie mache ich denn das? Das ist was, was immer mal wieder an mich herangetragen wird. Meistens komme ich mit den Leuten, nämlich das Fragen, nicht an das Ziel, wo ich gerne hin möchte. Aber ich kann euch ja mal erklären, wie ich das üblicherweise angehe. Vielleicht ist das für den einen oder anderen nützlich. In der Regel kaufe ich Handys mit Vertrag. Der Grund dafür ist einfach, dass die Subvention enorm hoch ist. Das heißt also, der Mobilfunkanbieter kauft die Handys natürlich erstmal grundsätzlich in großen Mengen und deswegen günstig ein. Und er ist auch dann interessiert, dass du mit diesem Handy möglichst viel machen kannst. Letztlich ist das für ihn Umsatz, Dinge, die du mit dem Handy machst. Und deswegen kriegst du das verhältnismäßig günstig, wenn du dich 2 Jahre an ihn bindest. Das ist auch schon der wesentliche Nachteil, 2 Jahre Bindung. Aber durch die kürzlichen gesetzlichen Regelungsänderungen ist es so, dass es danach keine weitere Verlängerung um ein Jahr gibt. Das war oft so der Pferdefuß, dass wenn man vergessen hat zu kündigen nach diesen 2 Jahren oder nicht direkt gekündigt hat, so wie ich das mache, also möglichst direkt nach Abschluss, dass wenn man das vergessen hat, man weitere 12 Monate gebunden war und da gab es dann oft extreme Preissteigerungen für dieses dritte Vertragsjahr sozusagen. Das fällt jetzt weg. Der Kündigungstermin ist nach diesen 2 Jahren immer höchstens einen Monat entfernt. Und deswegen werden diese Angebote noch attraktiver. Vielleicht werden sie aber auch einen Ticken schlechter. Glaube ich aber gar nicht mal dran. Weil auch sonst wird sich die Mischkalkulation für den Anbieter immer noch lohnen. Kommen wir aber zurück dazu, wie man jetzt solche günstigen Bundle-Schnäppchen sozusagen findet. Meine Lieblingsseite dafür ist handyhase.de. Ich betreibe sie nicht, ich kriege keine Provision. Ich habe nur einfach die Erfahrung gemacht, dass sie sich ganz gut gestaltet, dass sie gut zu den wirklich nützlichen Angeboten führt. Wenn ihr auf handyhase.de geht, ganz normal im Browser, dann ist das jetzt Stand heute hier so eine Liste. Letztlich ist jeder dieser Blöcke hier immer ein Angebot. Weiter oben stehen die neuesten. Manchmal werden auch besonders gute Angebote oben hin gepinnt. Übrigens, der beste Termin, um solche Bundles abzuschließen, ist Black Friday, also Ende November, so muss ich 20. November rum, 25. November, irgendwie so in dem Bereich spielt sich das meistens ab. Das führt oft zu den besten Angeboten. Was man jetzt hier sehen kann, ist der effektive Durchschnittspreis pro Monat, das ist also auf die 24 Monate alles zusammengerechnet an Einmalgebühren, Einrichtungsgebühr oder Hardwaregebühren, Versandgebühr, alles das wäre mit drin, plus den monatlichen Preis geteilt dann durch die 24 Monate. Dann kommt man zu diesen 17,86 € für dieses Angebot hier. Das ist ein Samsung Galaxy S20 FE plus einen Vertrag mit 5 GB, der dann eben 14,99 € im Monat kostet. Das seht ihr auch dann hier nochmal dargestellt. Und das Gerät kostet eben 29 € einmalig. Das Schöne ist, das hat Handyhase für euch jetzt bereits zusammengerechnet. Die 29 € verteilt über die 24 Monate ergibt dann eben halt diese 17,86 €. Was ich hier noch ausrechne, ist der Handyhase-Effektivpreis. Wenn wir draufklicken, sehen wir ein bisschen die Erklärung dafür. Es wird der Handywert hier nochmal abgezogen. Und zwar der günstigste Einkaufspreis, den man aktuell kriegen würde. Laut, ich glaube, Idealo ist es. Mal schauen. Hier gibt es noch ein paar Kopfhörer dazu, die werden auch nochmal abgezogen und dann ist man bei diesen minus 3,74 €. Das heißt, wenn man den Vertrag genauso bestellen würde und die Hardware zum günstigen Tarif kauft, also nicht UVP, das ist schon nochmal wichtig hier, es ist der aktuelle Straßenverkaufspreis, dann würde man mehr zahlen, als man hier für das Bundle zahlt. Also anders gesagt, wenn man die Hardware kauft, dann würde der Vertrag noch minus 3,47 € quasi bringen. Man wäre also mit dem Vertrag günstiger dran, als die Hardware zu kaufen ohne Vertrag. Dann müsste man ja immer noch irgendwie sagen, man nimmt noch einen 10-Euro-Vertrag irgendwo bei einem günstigen Reseller oder so dazu. Das bliebe einem dann bei diesem Bundle hier erspart. Man ist also mit Vertrag billiger dran, als nur die Hardware zu kaufen. Man könnte sogar sagen, wenn ich nur die Hardware brauche, kaufe ich den Vertrag mit und lasse den halt dann in der Schublade liegen. Selbst das würde funktionieren. Was mir besonders gut gefällt bei Handyhase ist diese Einordnung hier mit so einer Skala von 0 bis 10, die auch noch mit einem Text versehen ist. Also ich mache es euch mal ein bisschen größer hier. 9,5 Bewertung sensationell.
Es gibt so einen kleinen Erklärungstext dazu, man kann ja auch nochmal weiter in die Details einsteigen. Da stehen dann auch alle relevanten Dinge mit dabei. Man kriegt oft solche Updates, die also dann nochmal darauf hinweisen, dass ein Vertrag nochmal leicht verändert worden ist, nochmal eine andere Zugabe dabei ist, nochmal ein Euro günstiger oder so. Und nochmal Hinweise auf ähnliche Angebote für das gleiche Gerät. Wenn man also sagt, man möchte unbedingt das S20 FE haben, dann kann man danach suchen. Oder man braucht einen bestimmten Tarif, dann ist das hier auch möglich. Oder man guckt sich die verschiedenen Varianten an, was das dann an inklusiv Volumen oder inklusiv Features mitbringt. Das ist also hier sehr, sehr anschaulich gemacht bei Handy Hase. Das gefällt mir sehr gut. Man kann sich wunderbar benachrichtigen lassen mit dem Newsletter. Man kann auch über WhatsApp inzwischen hier Kontakt aufnehmen oder Telegram. Telegram ist es. Einen Kanal abonnieren, wo man dann die besten Angebote reingestellt bekommt. Und man kann auch filtern hier oben Handy mit Vertrag, wenn man ein Tablet gerne haben möchte, nach Tablet sortieren. Man kann auch einzelne Tarif Angebote sich angucken, dann eben halt ohne die Hardware. Das ist meistens eben nicht so attraktiv, aber wenn man innerhalb, also wenn man sich entschlossen hat, schon die Hardware zu behalten und nur noch einen Tarif abzuschließen, dann ist auch das eine nützliche Aufstellung, die die Kollegen da machen. Und hier nochmal umgekehrt, wenn man nur die Hardware braucht, aber das Entscheidende aus meiner Sicht ist Handy mit Vertrag. Da sollte man sich dann umgucken, wenn man gerade auf der Suche ist. Wenn man tatsächlich weiß, dass der eigene Vertrag ausläuft, kann man Handyverträge durchaus selber kündigen, weil man dann später die Nummer selbst portieren lassen kann, ohne dass die Anbieter da sich abstimmen müssen, terminlich. Das heißt, man kann durchaus selbst kündigen und dann sich ab dem Zeitpunkt auf die Suche machen. Viele dieser Tarife kann man auch mit ein bisschen Vorlauf bestellen und dann erst zu einem bestimmten Termin starten lassen, aber solche Details finden sich dann hier in den Beschreibungen. Von daher, wenn ihr ein neues Handy braucht, rechtzeitig auf die Lauer legen. Handyhase.de ist meine Anlaufstelle. Vielleicht ist es auch eure, vielleicht habt ihr gute Tipps. Wenn ja, gerne in die Kommentare damit. Ich verlinke euch den Handyhasen auch nochmal in der Beschreibung, aber ich glaube, den Link kann man sich erstens merken, zweitens eintippen. Er ist einfach genug. Wenn euch das geholfen hat, wenn ihr deswegen ein Handy günstig erstanden habt, einen schönen Vertrag mit dazu gefunden habt, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, Provision kriege ich keine. Aber der Daumen hilft mir zumindest, Reichweite zu erzielen. Wenn ihr jemanden habt, der auf der Suche nach einem Handy ist, gerne das Video verlinken. Und wenn ihr ganz faul seid, einfach handyhase.de da noch mit dazugeben. Dann weiß derjenige schon mal, wie er einsteigen kann. Euch vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.